Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Mit mir, dem Pete. Da vorne sind böse Leute. Da. Der guckt die ganze Zeit hier hin. Ich glaube, ich verpiss mich. Aber es ist noch zu dunkel dafür, glaube ich. Nicht, dass mir sofort wieder kalt wird. Das wollen wir ja auch nicht. Oder wollt ihr das? Wollt ihr mich versagen sehen, liebe Zuschauer? Alter, wie der die ganze Zeit rumgammelt. Ich schaff's niemals gegen 3 zu bestehen. Never, ever, ever. Ich will mir jetzt hier auch nicht direkt wieder alles kaputt machen, weil ich mir hier so schön aufgebaut habe. Ich finde, das sieht hier nämlich ganz nett aus. Aber irgendwann müssen die doch sterben. Man muss die doch irgendwie nach und nach kaputt machen können. Wie viele sind denn das? 1, 2... Das sind nur 2, oder? 2 könnte ich schaffen. 2 könnte ich schaffen. Aber die Frage ist, ob die dann direkt andere rufen. Weil da hinten sehe ich, glaube ich, auch welche. Da hinten ist so ein Feuer. Ist jetzt ein bisschen klein. Wenn ihr am Handy guckt, könnte das gut sein, dass ihr das nicht seht. Aber da vorne ist auf jeden Fall ein Feuer. Und ich glaube, da sind noch andere. Die alle jetzt gerade aktuell nur rumstehen und nichts tun. Ja, die haben da neue Totems aufgebaut. Die haben hier ernsthaft neue Totems aufgebaut. Wollt ihr euch jetzt hier in meiner Nähe ansiedeln oder was? Na, gib es nicht. Okay, wo sind... Fuck you! Interessante Taktik haben die. Motherfucker! Ohne Spaß, wie viel halten die aus? Ich habe die jetzt 50.000 Mal mit dem Speer getroffen. Ich kann die gar nicht töten. Es ist absolut unmöglich, die zu töten. Da vorne steht schon direkt der Nächste. Ey, nicht direkt wieder ausgehen. Ich verstehe das mit dem Feuer noch nicht so hundertprozentig. Wie viele Leaves muss ich denn da reintun, damit das nicht sofort wieder ausgeht? Wie sich hier um mich rum verstecken. Der da hinten lootet immer noch. Oh, ich regeneriere gerade. Leute, es geht wieder aus! Ich versuche das jetzt so lange, wie ich kann. Perfekt. Nice. Perfekter Zeitpunkt gerade für so einen Vogel. Muss man ja auch mal ganz einfach so sagen, ne? Wie bekämpfe ich die am sinnvollsten? Ich habe gerade echt richtig einen reingedrückt bekommen. Das hat richtig viel gebracht. Ja, leck's mir doch am Arsch. Wie die da einfach nur stehen und nichts tun. Was ist mit euch? Scheiße, ich muss weg. Da hat tatsächlich jemand hier ein neues Totem aufgebaut. Hört auf damit.
Es wird auch irgendwie nicht mehr hell, habe ich das Gefühl. Das war am Anfang noch alles so cool. Was mache ich? Ich brauche auch Totems, aber ich weiß nicht, wie ich die töten soll. Die sterben einfach ja nicht. Das ist ja das große Problem. Das kannst du nicht machen soll. In meine Falle rennen sie nicht rein. Die Schweine. Stattdessen bauen sie um meine Hütte rum Totem after Totem. Wollt ihr mich vertreiben? Oder wollt ihr da einfach irgendwie mehr Spawn-Punkte setzen oder was? Ich habe echt den Sinn dieser ganzen Geschichte noch nicht so hundertprozentig durchschaut. Ich sollte mir mal Forenbeiträge durchlesen. Es ist ja nicht so, als wenn ich mir jetzt hier bessere Waffen bauen könnte. Nichts dergleichen. Custom Building, ja, herzlichen Glückwunsch. Lass mich doch erstmal lange genug überleben. Wie kill ich die Typen? Ich muss zurück zu meiner Hütte, sonst kriege ich kein, wie sie da oben rumrennen bei mir. Sonst kriege ich kein Leben wieder. Glaube ich. Oh Mann, das gibt mir ja echt hart in den Sack. Ja, das gibt ein bisschen Leben wieder, aber nicht der Rede wert. So, was macht ihr jetzt? Ja, ihr seid da rumgerannt. Herzlichen Glückwunsch. Und nun? Dann ja wieder weg. In den Wald rein. Und jetzt wird es auch langsam wieder Tag, korrekt? Shit, ey. Was mache ich nur mit euch? Wie viele Totems die hier aufgebaut haben. So, die zwei hier hinten sind auch weg, ne? Also die starren mich dann quasi an, ja? What the fuck? Bis die Chose vorbei ist. Wie kann ich denn das wieder ausmachen? Weiß ich nicht. Ich würde jetzt gerne noch mal ein paar Leichen von denen finden, damit ich auch Totems machen kann. Dann machen wir Totem-Battle. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze mache, weil ich kann die ja offenbar nicht zu Leichen verarbeiten, sozusagen. Ich glaube, die erste Priorität, die ich jetzt hier gerade aktuell sehe, ist Futter. Mal wieder. Mal wieder steht das Essen an allererster Stelle. Steht da hinten ein Typ alleine? Nee, oder ist auch nur wieder so ein hässliches Totem. Guck mal, wie die hier... Guckt euch da mal an, wie viele Totems die hier gebaut haben. Das ist doch nicht normal. Okay. Ich brauch totes Tier. Dringendst. Und tote Menschen. Alles muss tot sein. Fassen wir uns mit dem umfangreichen Problem später. Erstmal die kleinen Probleme lösen. Was ist das denn hier? Ah ja, ein Totenkopf. Versteckt in einem Busch. Ja, ich würde dich auch gerne wieder ausmachen, Taschenlampe. Eigentlich brauche ich dich jetzt gerade gar nicht. Once equipped, press L at any time to bring it up. Habe ich es wohl leer gemacht. Sehr gut. Hätte ich wohl einfach mal lesen sollen, ne? Tiere? Wo seid's denn ihr? Ich brauch euch. Irgendwie auch sowas wie eine geilere Waffe. Die muss ich ja eigentlich hier in irgendwelchen Lagern oder so finden. Aber aktuell finde ich mehr so gar nichts. Nicht mal Tiere. Also wirklich gar nichts. Warum nicht? Gib mir Stuff. Ich werde sonst sterben. Vorne ist ein See oder sowas. Ich meine, hier blinkt zwar total viel immer, aber das ist im Endeffekt sind das Steine oder so. Da muss ich mir nicht alles ganz genau angucken. Hier ist wieder so ein See, ne? Leute. Ja, rennt ihr da mal rum?
I see you in hell. So, was haben wir hier denn hier? Das sieht doch schon voll cool aus. Einen großen See. Ruhig bleiben. Wieso ist hier ein Boot? Auf diesem kleinen Minisee. Oh. Das Tauchen funktioniert gerade irgendwie nicht so gut. Wieso ist hier ein Boot? Ohne was drin! Leck mich doch am Arsch! Hier ist voll das freie Feld. Aber geil. Hier sieht man auch mal wirklich was. In dem Spiel The Forest. Oder ist hier die Map zu Ende? Kann natürlich auch sein. Ach, guck mal, hier ist ein Koffer. Koffer, was hast du für mich? Wieder so einen hässlichen Ball. Hui. Da vorne ist ein Dorf. Da sollten wir uns wahrscheinlich nicht hin bewegen. Aber gut zu wissen, dass da ein Dorf ist. Scheiße. Ja, die kommen sogar. Gucken, ob ich den wenigstens tot kriege. Nein. Nein, 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 kriege ich nicht. Ah, ah. Nope, sir. Flucht! Ich hatte kein Leben mehr. Lass mich in Ruhe. Folge mich ja immer noch. Ihr unzerstörbaren Viecher! Nein, 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 nein. Nein, nein. Was passiert hier jetzt mit mir? Jetzt bin ich jetzt wieder in der Höhle oder was? Nö. Ich sag doch, nicht zu dem Dorf gehen. Ich wollte auch nicht zu dem Dorf gehen. Ich schwör auf meine Mutti. Boah, ich sehe nichts. Ah ja, die Sachen kann ich jetzt hier nicht öffnen oder was? Was ist das für ein Bullshit? BS, Junge. BS 3000. So. Jetzt wenigstens was zu essen. So. So eine richtig dicke Axt. Vielleicht ist das gar nicht so unclever, sich am Anfang einmal von denen erwischen zu lassen. Hallo? Das ist der richtige Weg, ne? Hier gibt es doch bestimmt wieder irgendwo diese Gun. Dann auf der anderen Seite. Irgendwo in so einem versteckten Nebengang oder so. Komm, ich will die Pistole. Den Körperteile am Boden. Holy fuck, es ist so dunkel! Aha! Ihr Bitches! Ne, ich nehme aber die dicke Axt jetzt lieber. Das ist die Axt. Damit kann ich doch jetzt bestimmt mal was machen. Ich will wenigstens irgendwann mal selber so einen Typen töten ohne die Gun. Es kann nicht sein, dass das die einzige Möglichkeit ist, um die zu killen, mit so einer Flare-Gun. Mein Gott, ich sehe echt gar nichts. Hab ich doch im Arsch, ey. Gleich müsste ja auch wieder der Encounter kommen. Dass wir uns nochmal mit einem von denen rumschlagen müssen, die auf einmal von irgendwo auftauchen. Warte mal. Die scheint ja wirklich komplett leer zu sein, die Metz. Wieso habe ich Teeth?
Can be used in crafting. Okay. Ich hier eigentlich. Holy fuck. Vergesst es. Ja, use Leiter. Ich Leiter. Oh, war der witzig! Diesmal werde ich aber nicht direkt wieder sterben. Ah, hier ist gar kein Weg. Schade. Muss ich wieder durchs Wasser? Aber da kommt der Typ irgendwie von oben runtergesprungen oder so und ich krieg voll den Schock, da habe ich keine Lust drauf. Keinen Schock. Aber wie es machen, wir sneaken uns nämlich jetzt selber an. Eiskalt. Von hier oben. Damit rechnet der nämlich nicht, der Arsch. Wo ist er denn? Ist er überhaupt da? Vielleicht kommt wieder dieses Geräusch. Vielleicht wieder ein Herzinfarkt. Hallo? Da kam der was. Und wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Auch noch zwei direkt. Ohne Spaß! Die leben immer beide noch. Mein Gott. Ihr Huren. Lol. Ich will die nicht mit einem. Ich will die nicht mit ihren eigenen Körperteilen bekämpfen. Seid ihr wahnsinnig? Oh mein Gott. Okay, kann ich auch immer nicht mehr mitnehmen. Scheiß drauf. Okay, ich habe zwei getötet mit einer Axt. Jetzt weiß ich auch, dass die ungefähr gefühlte 8 Millionen Schläge brauchen, bis die sterben. Junge, 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 ey. Ja, abwaschen mache ich. Den Abwasch mache ich später. Wenn es recht ist. Jetzt muss ich sofort crouchen, ne? Let's do this. Ne, muss ich gar nicht. Alles cool, alles cool. Oh Mann, ey. Aber jetzt bin ich kampferprobt. Jetzt mach ich das. Jetzt werde ich euer gesamtes Volk ausrotten, Mama. Sexy Mama. Sexy Mama. Und bam. Mal draußen ist sogar hell. Ist ja optimal. Komm schon. So. Und welche Geschichten wir auf dem Weg nach Hause erleben, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.